Freunde, willkommen auf einem neuen Video auf meinem Postkalationskanal. Wir ziehen uns jetzt Maximum Run rein, hinter meine Maske, produziert von Breezy Gold Dreams. Ja, habe ich noch nicht gehört, den Produzenten, genauso wie den Rapper. Ich schreibe zur Reaction hin, aber eigentlich ist es für mich so eine Art Newcomer-Check. Habe ich letztes Mal zu Allmann 1.3 auch gemacht. Ich finde es ganz cool, so Rapper zu supporten, die noch nicht so eine Reichweite haben, weil da hilft es denen vielleicht auch. Ich würde mich übel freuen, wenn jemand irgendwann später sagt so, Digga, ich war noch gar nicht am Start so, aber er trotzdem zu mir reactet, anstatt jetzt noch eine Reaction zum bekannten Rapper zu machen, weißt du? So hätte er ja nicht machen müssen. Digga, übel nice Gefühl wäre das so. Aber wenn ich den Song scheiße finde, hoffe ich, dass dann auch nicht zu schlecht ankommt, aber wurde mir empfohlen von M4B oder wie sich das nennt, wo Jam auch ist. Jam feiere ich ja übertrieben, seine Musik. Weiß ja jeder, ja, habe ich auch zu jedem Song in letzter Zeit reacted. Check das auf meinem Kanal ab, check Jam ab. Und ja, wir gucken einfach mal rein ins Video. Video in so einem Wald ist auch relativ selten, Alter. Meistens irgendwelche Glitzersachen, Autos. Ist auch mal geil, wenn du wieder so ein Musikvideo hast, wo du dir selber vorstellen könntest, auch zu sein. Weißt du, ich meine? Ich kenn die Sonnenseite, doch die Schatten auch. Ich hab zu viel gesehen, deswegen bleib ich wach und passe auf. Jeder muss lernen, wem er da draußen etwas anvertraut. Mir macht das nichts mehr aus, denn geh ich raus, zieh ich ne Maske auf. Ja, er sagt hier, er kennt die Sonnenseiten, die Schattenseiten halt. Das Leben hat ihn gefickt, aber das Leben ist auch manchmal geil. So nach dem Motto, man muss lernen, wenn man kann nicht jedem vertrauen, so jeder weiß es. So jeder hat da seine Lektion im Leben schon gemacht. Ja. Und wenn er draußen ist, zieht er eh eine Maske aus. So, ich zeig kein Gesicht, so nach dem Motto. Kennst du das Gefühl von, das braucht niemand wissen? Du all die Blicke auf dich ziehst und willst am liebsten flüchten. Du ab und an nicht ganz zufrieden bist, aber jetzt dadurch musst, weil es einen Grund zu funktionieren gibt. Du den Abstand zu den anderen brauchst, dir alles so nah geht, dass es dir die Luft zum Atmen raubt. Ja. Du brauchst den Abstand so, weil es dir die Luft zum Atmen braucht, ist sehr nice. Ich höre mir das gleich nochmal an. Um das noch mal, ich höre das ja auch das erste Mal, ich höre ihn auch das erste Mal, die Stimme. Beat ist auch ganz okay. Guck, wir machen nochmal ein Stück zurück, Leute. Gibt. Du den Abstand zu den anderen brauchst, dir alles so nah geht, dass es dir die Luft zum Atmen raubt. Jeder Genau, was du er. brauchst den Abstand, weil dir das zu nahe geht, weil dir das sonst den Atem raubt. Ja, gefällt mir ganz gut hier bisher. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wenn die bei einem Management sind, vielleicht kommt er in Zukunft auch von denen zusammen. Könnte auch geil klingen. Aber wir hören erstmal weiter. Wir haben ja jetzt nur so ein bisschen bis jetzt gehört. Wartet aber du gerade gar nichts, außer ich will meine Ruhe von dem Wahnsinn, aber kann's nicht raus. Ist nicht immer leicht in meinen Augen, auch ein kleiner Fuß muss in einem großen Schuh, wenn's drückt, alleine laufen. Es gibt Boah, kein. nice Line hier nochmal. Sorry, ich muss nochmal zurück machen. Ich weiß, dass viele von euch denken, dass ich zu oft Pause drücke. Aber wenn es mal zu einem Song was zu sagen gibt, dann kann man halt auch ein paar Mal Pause drücken. Ist nicht immer leicht in meinen Augen, auch ein kleiner Fuß muss in einem großen Schuh, wenn's drückt, alleine laufen, es gibt keine Auch Sicherheit. ein kleiner Fuß muss in einem großen Schuh auch alleine laufen, auch wenn es scheiße geht. So, weißt du, was ich meine? Das ist eine übernice Line, eine geile Aussage. Feier ich. Für mich so bis hierhin die beste Line des Tracks. Sicherheit vor all dem ganzen Scheiß da draußen, deshalb schütze ich mich und meine Maske wahrt den Schein nach außen. All die ganzen Narben waren Riesenrisse und wird es kälter um mich, spür ich sie wieder ein bisschen. Es gibt nicht immer was zu lachen, doch die Tränen, die ich weine. Der Beat kommt hier in der Hook auch immer besser an. So am Anfang, man muss jetzt so ein bisschen warm werden. So gerade für mich, weil ich ihn ja auch das erste Mal höre. Aber sonst ist geil, Alter. Gefällt mir gut. Also
Da gibt es auf jeden Fall gibt's auch schon viele Rapper, die ich schlechter finde als Maximum One. Also gefällt mir echt gut. Geben wir uns nochmal hier den Teil hier. Bisschen. Es gibt nicht immer was zu lachen, doch die Tränen, die ich wein, versteck ich hinter meiner Maske. All die ganzen Bogen waren damals glatter und wird es mir zu eng, dann sprenge ich das ganze Raster. Ja, es gibt nicht immer was zu lachen, aber die ganzen Narben verstecke ich hinter meiner Maske. Ist halt nice, ist halt auch so nach diesem Motto so lächeln in die Kamera, obwohl mein Leben gerade scheiße ist. So gerade wenn man Rapper ist so oder überhaupt eine Person des öffentlichen Lebens. Auch bei Fußballern zum Beispiel ist das bestimmt sehr krass. Mit dieser Boateng-Story, ich weiß nicht, ob ihr euch so auskennt beim Fußball, aber auf jeden Fall finde ich das schon sehr krass teilweise. Ja, kann ich mir vorstellen, Alter. Wir gucken mal weiter. Sie hilft den Schaden zu verkraften. Die Dinge fallen mir leichter, bin ich hinter meiner Maske. Kennst du das Gefühl, du musst dich distanzieren? Die Stimme tief in dir vermitteln will, du bist nicht richtig hier, du blickst was um Ja, dich. hier sagt er dann auch halt nochmal, wenn man sich nicht wohlfühlt bei Leuten oder in der Umgebung oder wie auch immer, bei den Menschen, was weiß ich, alles Mögliche kann das sein, bei jedem Menschen anders, so dass du dich da nicht wohlfühlsmäßig, so ich gehöre nicht dazu oder ich gehöre nicht hierhin, so. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, was heißt jeder, ich kann es schlecht beurteilen, aber ich hatte es auf jeden Fall schon. Safe ist halt immer ein scheiß Gefühl, Leute. Gerade wenn du irgendwo nicht dazugehörst, so. Manchmal willst du auch einfach dazugehören, so mäßig. Ist halt wirklich schon krass und ich freue mich, dass ich mir das angehört habe, weil es rappt der alten Wurzeln. Du hast Inhalt drin. Ist auch schon so ein bisschen Kopfnicker-Beat. Scheint so bei den Jungs hier immer am Start zu sein. Ja, ich bin Fan der alten Schule, so. Das kann man haten und sagen, geh doch mit der Zeit, Digga. Nein, ich will gar nicht mit der Zeit gehen. Man muss auch nicht jeden Trend hinterhergehen, so. Es gibt so viel Musik, so, was Rap angeht. Du kannst dir Pop anhören, du kannst dir Streaming-Musik hören, du kannst dir so Musik über Designer-Sachen und so weiter anhören. Du kannst dir Schlager mit Rap gemischt anhören, du kannst. Ja, dann gibt's so sehr deepe Musik, dann gibt's Rap-Musik, wo einfach nur gedisst wird, dann gibt's Musik, also Digga, es gibt so viel, so, Digga, wer entscheidet so, was gerade in ist und was nicht, Alter, hört euch einfach an auf die Musik, auf die ihr Bock habt. Passiert, doch es nicht hilft zu diskutieren und du dich besser abwendest, bevor du dein Gesicht verlierst. Wenn dich Emotionen aus der Reserve locken und auch Kleinigkeiten viel zu viele Nerven kosten. Du mit dem Rücken an der Wand stehst und gezwungen bist zu warten, was als nächstes ansteht, was nicht tötet. Ja, ist krass. Er wirkt halt auf jeden Fall so, als hätte er viel erlebt. So teilweise, was er hier rappt, ist schon sehr krass. Aber es sind jetzt so keine Sachen, womit ich mich jetzt nicht auseinandersetzen kann, so weil das so alles so unvorstellbar ist, so bei vielen Sachen. Er ist jetzt übertrieben. Ich hatte immer so ein gutes Leben, aber bei mir war es auch so. Wir haben zum Beispiel damals, so als Familie noch zu fünft in eine Einzimmerwohnung gewohnt, so. Ne, weißt du, deswegen, ich kann mir das, ist schon nachvollziehbar auf jeden Fall und deswegen auf jeden Fall nie vergessen, wo man herkommt, Alter. Nie zu arrogant werden, nie abgehoben sein. Ist immer das Wichtigste, Leute. Härtet ab, aber schaden kann's. Will das Leben Kräfte messen, nimm die starke Hand. Steht die Sonne tief, fallen die ganzen Schatten lang. Doch wenn ich zwischendrin nicht klarkomm, zieh ich meine Maske an. All die ganzen Und wenn ich Abendbahn. zwischendurch nicht klarkomme, ziehe ich meine Maske an. Ja, dazu habe ich ja vorhin schon was gesagt. Ja, ich glaube, jeder hat so ein Gesicht, wo er sich so ein bisschen hinter versteckt, so. Oder Sachen, die er nicht so zeigen will. So, wer kennt es nicht? Manche ziehen es so durch. Manche, es gibt natürlich auch viele, die es mit Alkohol und Drogen und so einen Scheiß machen. Gerade wenn man auf der Street ist. Deswegen gebt euch auf jeden Fall Maximum One hinter meiner Maske. Abonniert seinen Kanal, wenn euch die Musik gefallen hat. Wir können hier Newcomer so helfen, von der Street wegzukommen. So. Ein Abo tut auch keinem weh, Alter. Ist doch nur ein Klick, Alter.
Also supportet auf jeden Fall Maximum Run. Ich werde auf jeden Fall versuchen, im Auge zu behalten, was er so macht. Wenn ich mal was nicht mitkriege, schickt gerne. Ich habe euch gesagt, egal wie viele Abonnenten jemand hat, egal wie viele Klicks, schickt mir die Songs so. Ich sag euch dann meine ehrliche Meinung. Scheiße, gut, so lala, ihr wisst Bescheid. Ja, aber Digga, also ist jetzt nicht so, dass er jetzt mit Jam so für mich so mithalten könnte. So Jam ist krass, Digga, wirklich krass. So feier ich wirklich übertrieben. Maximum Run hat hier aber einen guten Start so für mich hingelegt. Ich werde mir auf jeden Fall noch Songs abchecken, also nicht Reaction-mäßig so für mich persönlich, ob der noch mehr Lieder draußen hat. Und wird es kälter, um mich spür ich sie wieder ein bisschen. Es gibt nicht immer was zu lachen, doch die Tränen, die ich wein, versteck ich hinter meiner Maske. All die ganzen Wogen waren damals glatter und wird es mir zu eng, dann Hook spreng. ist halt auch einfach krank von der Message her, was die einen gibt, so auch für Menschen, die so aus dieser Zeit, nicht aus dieser Zeit kommen, die gerade so ein Leben führen, womit das so vergleichbar ist. So, es ist ein krasser Song, so. Ich finde das heftig, weil wenn du den Track jetzt durchlaufen lassen würdest, so, du erkennst nicht unbedingt, dass hier ein Hook drin ist. Und das fehlt mir auch so ein bisschen. Klar, es wiederholt sich, wenn du genau hinhörst, aber wenn er jetzt so nebenbei laufen würde, so ist jetzt nichts, was in Playlisten laufen könnte. Könnte schon. Playlisten ist ja einfach nur eine zusammengestellte Songs, die so nacheinander runterlaufen. Aber ist einfach kein Track, der jetzt nur von der Hook geprägt ist, wo der Part dann in 15 Sekunden geschrieben wurde. Und da wird sich einfach Mühe gegeben. Und schon alleine deswegen bin ich Fan der alten Schule. Ich das ganze Raster. Sie hilft den Schaden zu verkraften. Die Dinge fallen mir leichter, bin ich hinter meiner Maske. Sie hat mir geholfen und mir viel gegeben. Doch wenn ich sie ablege, bin ich froh, nicht nur durch sie zu sehen. Smarte Schale. Ja, gefällt mir ganz gut. Ist jetzt nicht so, boah, das wird jetzt der nächste Newcomer des Jahres mäßig oder so. Ich weiß ja auch nicht, wie lange er schon dabei ist, aber ja, hört sich auf jeden Fall gut an. Werde ich verfolgen. Abonniert den Kanal von Maximum Run hinter meiner Maske und checkt den Produzenten Breezy Good Dreams ab auf jeden Fall. Und ja, eigentlich war es das von meiner Reaction. Wir gucken jetzt nochmal das Schlusswort hier an. Über weichem Kern. An manchen Tagen wiegt das Teil so schwer. Yo, das war's von meiner Reaction. Wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung über Maximum Run, seinen Song und meine Reaction dazu hier unten in die Kommentare. Und wenn ihr ganz korrekt seid, abonniert auch nochmal Jams Kanal, Maximum Run Kanal, mein Kanal, so alle abonnieren, so wenn ihr Rap feiert, so Rap der alten Schule, so Rap wird wieder Rap und ja, ich bin raus, meine Freunde.